herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute das Cash-Stuffing und ich zeige euch nochmal das April-Budget, das ich uns gegeben habe. Hier liegt schon Geld. Das ist bereits abgezählt für die Lebensmittel. Das lege ich mal kurz da hoch. Ein bisschen Kleingold brauche ich ja nachher auch. Und das Restgeld befindet sich in meinem Back-to-Bank-Umschlag. Und ja, dazu kommen wir aber gleich. So, also. Ich habe hier festgestellt, dass das hier ja gar nicht ganz richtig ist. Denn ich habe ja nicht schon wieder Einnahmen. Ich habe hier 200 Euro Einnahmen gehabt und habe hier jetzt aber nicht mehr 100 Euro Einnahmen, sondern es war schon richtig, dass ich das hier einfach gelassen habe. Und das hier kommt wieder weg. Denn sonst stimmt es ja nachher gar nicht mehr. Und genau, bei den variablen Kosten, da habe ich bei den Lebensmitteln nicht 25, sondern ich nehme mit, 25 plus die 16, die noch auf der Karte sind, sind also 41 Euro. Ja, ich weiß jetzt nicht genau den Centbetrag, aber das ist ja auch nicht schlimm. Und hier nehme ich auch nur 18 mit und nicht 18,13 Euro. So, das bedeutet, wir nehmen mit 41 plus 10 von den Kindern und 18 von der Schule. Das sind 69 Euro, die ich mit rübernehme vom März zum April. 69 Euro. So, genau. Und ich habe Geld vom Finanzamt gekriegt, nämlich 282,76 Euro. Davon gehen die 160 ab. Die rechne ich nicht mit dazu, die ich ja schon bezahlt habe für den Steuerberater. Genau. So, und dann haben wir Einnahmen in Höhe von, also was ich jetzt diesen Monat zur Verfügung habe. 5 plus 500 sind dann 3.234. Also gesamt habe ich 3.234,74 Euro. Dazu, also das hier könnte ich jetzt noch dazu rechnen. Ja, das lasse ich aber, weil ich sehe ja, dass ich noch was in den Lebensmitteln habe und das kommt ja zusätzlich rein, also ich gebe mir trotzdem das, was ich habe. Muss ich gucken, wie ich das, ob das so richtig ist, was ich da mache. So, und Finanzamt, da habe ich die 160 Euro abgezogen und der Rest kommt in die Spiele. Genau. So, dann haben wir das. Und dann zeige ich euch, was mein Budget ist. Also, bei mir fällt diesen Monat weg bei den Fixkosten der Kredit. Der ist abbezahlt. Party! Er ist abbezahlt. Das heißt, er taucht hier nicht mehr auf. Die 210 Euro habe ich jetzt zusätzlich zu meinem Budget. Und was noch wegfällt, ist das von PM, nämlich die 79 Euro. Auch die habe ich jetzt zusätzlich zu meinem Budget. So, das heißt, ich habe Fixkosten in Höhe von 1079 Euro. Die ich dann hier abziehen muss. Also ich rechne mal das noch dazu, was ich hier zusätzlich habe. Außer das hier, das ist ja für einen bestimmten Zweck. Aber das sind, glaube ich, ich habe mir 120 gegeben. 120 sind 280, ja. 120, die rechne ich noch dazu, weil ich die ja noch zum Verspielen nachher habe. So, dann rechne ich das hier minus. Da sind die Sinking Funds drin. Und bei den Sinking Funds ist ja hier das Auto gestiegen, damit ich im Mai auf den Betrag komme, den ich brauche. Nämlich um 20 Euro und deswegen sind es hier nicht mehr 155, sondern 175. So, und dann ist mir hier auch ein Fehler
aufgefallen, den ich einfach so übertragen habe, denn ich habe ja hier Rettungsdienst 30 € bezahlt. Es sind also hier nur noch 38 drin, plus die 7 sind dann 45 und dann komme ich auf 1300. Genau, das habe ich noch geändert. So, und dann habe ich mir bei den variablen Kosten 550 bei Lebensmittel, 110 bei Blackie, 100 fürs Auto, 30 für mich, 20 für Leonie. Da sind immer die 10 €, die sie jetzt zusätzlich kriegt, dabei. Raphael kriegt 18 und Schule kriegt 100. Das sind dann. Moment, jetzt muss ich mal kurz rechnen. Das sind 600, 700, 800. 600, 700, 800, 840, 890, 890, 900, 900, doch, stimmt. 928, die hier weggehen. So, und dann habe ich noch 1347,74 €. Und die sind hier in den Spielen. Und warum ich da 47 und hier 49 habe, das weiß ich jetzt auch nicht. Ach so, ja, okay. Ich habe hier noch die 2 €. Ja, also es stimmt schon, es ist alles in Ordnung. Die habe ich jetzt nicht mitgerechnet bei dem hier. Also theoretisch habe ich nochmal plus 2 €. Das sind die 1349, die ich jetzt zum Verspielen habe. Genau. Gut. Das wäre mein Budget und dann kommen wir jetzt zum Cash-Stuffing. So, Moment, ich lasse das hier mal liegen. Hier sehen wir ja die variablen Kosten. Und ich habe mir bei den Lebensmitteln diesmal 550 gegeben und die sind hier schon abgezählt. Also ich zeige es euch. Das sind 100, 2, 4, 6, 8, 200, 2, 4, 6, 8, 300, 2, 4, 6, 8. 400, 2, 4, 6, 8, 500 und hier noch 50. Das ist Lebensmittel, das habe ich schon abgezählt, damit ich nachher nicht durcheinander komme. So, das bleibt natürlich nicht hier drin. Dann kriege ich 30. Achso, das schreiben wir auf. Schreiben wir natürlich gleich auf. So, wir haben jetzt einfach April. Cash Stuffing plus 550 sind 550. Jetzt kommt aber noch dazu Rest. März. Und das sind 41. Das bedeutet, wir haben diesen Monat 591 € zur Verfügung, was ziemlich gut ist. Wobei ich auch schon ein bisschen was ausgegeben habe, also naja, wir werden sehen. So, dann kriege ich. Und dann sind hier 30 drin, denn das hier war nicht mehr drin. So, dann habe ich hier 30. Im Kids-Umschlag sind nur noch die 10. Ja, fall halt um. Da kommt jetzt auch erstmal nichts dazu, weil sie ja noch mal zusätzlich was kriegen. So, dann kommt tanken. Und da lege ich jetzt einfach den 100er rein. Ich glaube, das macht es mir am einfachsten. So, tanken. Ach so, aufschreiben wir auch gut. Ich habe hier nicht mal aufgeschrieben, wann ich getankt habe. Da lasse ich eins frei.
Schreibe ich noch dazu, einfach der Vollständigkeit halber. Cash Stuffing plus 100 und dann sind hier 100 drin. Da konnte ich leider nichts vom Vormonat mitnehmen. Aber der Tank reicht noch, ja, gut ein, zwei Wochen. Also von dem her bin ich zufrieden. So, und dann brauche ich 100 für die Schule. Die nehme ich mir hier auch raus. Und da mache ich es mir jetzt auch einfach. Dann nehme ich das hier. Da sind ja noch die 18 drin. Und ich hoffe, dass das dann auch reichen wird. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich hoffe es einfach mal. So, entschuldigt, ich wurde kurz unterbrochen. So, also dann kümmern wir uns um die Sinking Funds 1. Und zwar gehen hier diesen Monat 90 rein. Und dann sind wir bei 720. Korrekt. Hier gehen wir immer 10 rein und wir sind bei 180. Finde ich gar nicht so schlecht, dass wir hier 180 drin haben. Ich hoffe, dass mit meinem Auto nichts ist. Hier gehen 27 rein. Dann sind wir hier bei 168. Ja. Technik kommt 11 rein. Dann sind wir hier bei 106. Tatsächlich. Bei Rettungsdienst kommt wieder 7 rein. Dann sind wir hier bei 45. Das ist auch korrekt. Sehen wir hier. Dann haben wir Rundfunk, da gehen 20 rein, dann haben wir 40 und dann dürfen wir nächsten Monat schon wieder bezahlen. Also wir müssen, wir dürfen nicht. So, und bei Vereinen kommt auch 10 rein, dann sind wir hier bei 41 und hier muss ich gucken, ob das sich bald ändert, denn mein Sohn hat jetzt auch was gefunden, was ihm gefallen könnte. Ah ja, aber wir schauen es uns erstmal an. Das mit dem Schachverein hat leider nicht funktioniert. Irgendwie, ja, haben die mich wohl veräppelt oder so? Ich weiß es nicht ganz genau. Sie antworten auf jeden Fall jetzt nicht mehr und ja, schade. Es hätte ihm echt gefallen und das hätte ich ihm eigentlich auch sehr gegönnt. Aber es soll nicht sein. Vielleicht finden wir auch irgendwo anders einen. Genau. So, dann haben wir Fixkosten gemacht, wir haben das Budget gemacht, wir haben die Sinking Funds gemacht, wir haben theoretisch alles gemacht, ja? Das ging ja schnell. Schön, dass wir so wenig variable Kosten haben. Also klar gehört da jetzt noch Freizeit dazu und Feierlichkeiten, eben das, was hier noch steht, aber das bespare ich ja durch die Spiele, was ich sehr gut finde. Dann, Liebe, ihr Lieben, kann der April starten. Ich hoffe, euer März hat gut geendet und ihr startet super gut in den April. Ich hoffe, ihr hattet sehr schöne Ostern. Ist ja gar nicht so lange her, dass Ostern war. Wir hatten wunderschöne Ostern. Ich muss sagen, fast, ja, eigentlich die schönsten, die wir überhaupt hatten. Ja. Einfach auch, weil meine Kinder alt genug sind und ja auch Sachen machen können. So, jetzt wird bei uns der Müll abgeholt. Ich mache jetzt hier Ende und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video gesehen habt. Ciao, ihr Lieben!